Guten Morgen, Österreich. Hier ist der Ö3-Wecker. Es war einmal, vor gar nicht allzu langer Zeit, ein gar fürchterlicher Zeitgenosse. Er lauerte seinen Opfern auf. Es konnte jeden treffen. Und weil er nicht gestorben ist, ist er jetzt Tom Walek im Ö3-Mikromann Märchen-Special. Halbzeit in der Mikromann-Märchenwoche. Nach dem verwandtschaftlichen Verhältnis der Gebrüder Grimm zueinander und den Vorlammern von Hänsel und Gretel. Hans und Gretel, nein. Victor, Hugo, Hanna, Theresia. Kommen wir heute zu einem weiteren Klassiker. Jeder kennt das Märchen von Schneewittchen und den sieben Zwergen. Doch weiß auch jeder, wie viele Zwerge bei Schneewittchen dabei waren? Schneewittchen und die sieben Zwerge? So heißt das Märchen, ja? Märchen, ja. Da stehe ich daneben. Wie viele Zwerge waren denn dabei bei Schneewittchen und den sieben Zwergen? Ist da jetzt weniger geworden oder waren es vielleicht sieben oder weniger? Ich weiß nicht genau. Das habe ich sehr mal schnell gefragt. Da hat 12. Ja, wieso 12? Ja. Haben Sie Schneewittchen und die sieben Zwerge mal gelesen, das Märchen? Das kenne ich, ja. Das kennen Sie. Worum geht's da? Ja, das Schneewittchen und Rosalot geht dann um, wenn sie stirbt mit einem Apfel, nicht? Okay, aber warum heißt das dann Schneewittchen und die sieben Zwerge, wenn 12 dabei sind? Blöde Frage, nicht? Ja. Ja, das ist eine gute Frage. Ja, aber von mir, meine, muss ich sagen, nicht? Ja, schwer zu beantworten. Ja, ich glaube 12, ich weiß nicht mehr. 12. Wissen Sie, wie viele Zwerge beim Schneewittchen und den sieben Zwergen dabei waren? Nein, aber 7 nicht, gell? 7 nicht? Nein. Sondern? Das weiß ich auch nicht mehr. Warte mal. 8 oder 9, glaube ich. 8 oder 9? Ja. Zwerge. Zwerge, ja. Die Zwerge. Ja. War ja Schneewittchen, oder? Mit Schneewittchen, den Zwergen. Ja, und Schneewittchen und die sieben Zwerge. Sieben Zwerge, ja. Wieso sagt man dann Schneewittchen und die sieben Zwerge? Warum das so heißt, weiß ich auch nicht.